Hallo und herzlich willkommen von der IWA 2015 in Nürnberg. Wir sind am Stand von Blaser. Bei mir ist Herr Gemeinder. Ich grüße Sie, Herr Gemeinder. Ich grüße Sie auch. Schönen guten Tag. Wir wollen uns heute gemeinsam das Flintensortiment, sprich die F3 von Blaser, einmal im Detail anschauen. Welche unterschiedlichen Ausführungen der F3 haben Sie uns denn heute mitgebracht? Wir haben im Grunde viel mehr, als wir hier abbilden können. Aber ich habe Ihnen einfach mal was mitgebracht, was für den Flintenschützen, vor allem auf dem Parcours, hervorragend geeignet ist, von bis. Wir starten hier einfach mal mit dem Modell F3 Competition in einer besonders schönen Ausführung, aber ich möchte es einfach mal zeigen, damit die Leute auch sehen, dass wir nicht nur eine funktionelle, sondern auch eine wunderschöne Waffe bieten. Die F3 als solches zeichnet sich durch ein paar wunderschöne Features aus, nämlich extrem niedrige Bauweise, ein super toller Abzug. Wir haben Lauflängen von 71 bis 81 cm. Das hier ist das Modell Competition mit einer niedrigen Schiene, die entsprechend sowohl für Jagd als auch für den Parcours hervorragend ist. Wir haben schon kurz über die Lauflänge gesprochen. Ein wichtiges Thema ist immer der Schaft für den Schützen. Welche Möglichkeiten bietet Blaser dort? Ganz wichtiges Thema. Generell ist es so, wenn wir jetzt wiederum auf dem Stand unterwegs sind und uns die Schützen anschauen, decken wir ca. 85% aller Schützen mit den Schäftungen, die wir haben, mit den Senkungen, die wir haben, ab. Wir haben darüber hinaus natürlich die Möglichkeit der Maßschäftung, aber in den meisten Fällen bekommen wir es hin mit dem, was wir out of the box haben. Wenn wir uns nochmal den anderen Modellen zuwenden, die Sie hier auch ausgestellt haben oder die wir hier auch sehen, ein für mich jetzt erster großer Unterschied, den ich sehe, ist natürlich das Thema Gravur. Wir haben hier auch noch eine höhere Schiene. Inwieweit unterscheiden sich die anderen Modelle ansonsten noch, die wir hier rechts sehen? Der Unterschied von dieser, zu dem Ausführung Vantage ist beispielsweise, um sie auszuziehen, ist die Höhe der Schiene und damit auch der Schießkomfort geschützt. Auf dem Parcours ist es ja, oder generell beim Tontaubenschießen ist es ja wichtig, dass ein sehr kleines Ziel sehr schnell ins Auge kommt und damit gut getroffen werden kann. Der Vorteil der hohen Schiene ist, und damit gehen wir mal darauf ein, der Vorteil einer hohen Schiene ist, dass der Schütze beim Anschlagen einfach einen höheren peripheren Blick hat, ein besseres peripheres Sehen hat. Unterstützt durch eine relativ flache Anstiegsrampe stehen Sie relativ aufrecht, in relativ entspannter Schusshaltung. Sie können das Ziel unglaublich schnell aufnehmen und haben dadurch einfach optimiertes Blickfeld und können dadurch besser, schneller treffen. Wenn Sie auf dem Stand sind, wissen Sie selber, wir schießen ja beide recht gern, da schießen Sie halt dann durchaus mal 100 oder mehr Tauben und dementsprechend ist die Belastung des Schützen einfach höher. Dadurch kommt es dem zugute, wenn Sie aufrecht stehen. Wir sehen, besseres Treffen. Am Abend gehen die raus, freuen sich, dass sie toll geschossen haben mit der F3 und fühlen sich wesentlich entspannter, als wenn sie dort völlig verkrampft dastehen müssen. Wenn wir vielleicht nochmal auf das Modell, was wir dort rechts noch sehen können, eingehen dürfen. Vielleicht darf ich die so lange halten? Gerne. Wir haben hier, glaube ich, nochmal eine andere Schäftung vor allem im Vergleich. Wir haben verschiedene Ausführungen der F3. Hier handelt es sich um das Modell Competition. Hier, in beiden Fällen handelt es sich um das Modell F3 Vantage. Wir haben noch ein drittes Modell, eine Abwandlung davon im Sortiment, die F3 Supersport, die steht hinter uns. Um aber auf die F3 Vantage einzugehen, die mit ihrer ca. 12 mm hohen Schiene allein schon die Vorteile vereint, des aufrechteren Stehens, des besseren Sehens, haben wir hier aufgrund der unterschiedlichen Schäftung eine Ausführung, die in diesem Fall mit dem geraden Schaftrücken hervorragend fürs Parcoursschießen geeignet ist und durch den etwas höheren Monte Carlo Schaft mit Verstellschaftrücken sind Sie etwas mehr Schiene, haben Sie etwas mehr Hochschuss, ist fürs Abschießen reinsetzen. Noch ein, zwei andere technische Sachen. Ich denke, Wechselschutz etc. ist Standard, wenn das gewünscht ist. Ist das möglich? Es tut mir leid, dass ich die Selbstverständlichkeiten fast vergesse. Wechseljokes sind natürlich für uns
bei allen F3s, die wir haben, Standard, ganz klar. Dann noch eine organisatorische Frage. Als passionierter Blaserschütze habe ich die Möglichkeit einer Individualisierung durch Blaser bzw. über den Händler meiner Flinte, beispielsweise beim Thema Gravur oder ähnlichem? Sie haben natürlich die Möglichkeit der Individualisierung. Wenn Sie nach Amerika schauen, da sehen Sie die verrücktesten Dinge. Wir bieten alles, was das Herz begehrt. Wenn ich mich richtig entsinne, haben wir auch mal eine Ölplattform auf die Seite einer F3 eines texanischen Schützen graviert. Individualisierung ist möglich, natürlich durch die Wahl der Holzklasse, durch die Form der Schäftung, da bieten wir verschiedene Schäftungen an, aber auch die Gravur. Nach oben und den Wünschen keine Grenzen gesetzt. Wer nun nicht mit dem Standardschaft zurechtkommt, Maßschäftung, habe ich jetzt entnommen, wäre auch möglich. Selbstverständlich, ist auch möglich. Kommt also durchaus vor. Es wäre ja fatal, wenn wir als Anbieter von solch tollen Flinten sagen würden, vielleicht war die Zahl hier irgendwie zu konkret, aber wenn wir sagen würden, wir decken jeden mit einer Standardschäftung ab. Nein, im Gegenteil, wir haben die Kompetenz und bieten auch die Möglichkeit einer Maßschäftung. Und hierzu haben wir ganz hervorragende Schäfte an der Hand, die das wiederum auch entsprechend ihrer Bedürfnisse und ihrer Wünsche umsetzen. Das Abnehmen der Maße kann unter anderem durch einen unserer Blaser Academy Coaches erfolgen oder eben bei uns im Haus oder eben beim Händler, der entsprechend die Qualifikation hat. Händler ist ein gutes Stichwort. Wenn ich mich nun für eine Blaser entscheide oder zumindest eine Blaser mal testen möchte, welche Möglichkeiten gibt es dort? Wir haben beispielsweise auf unserer Internetseite einen Bereich, der nennt sich Blaser Academy. Wir haben auch auf der Internetseite ein Verzeichnis der Fachhändler. Wir haben verschiedene Schießstände, mit denen wir in Deutschland, in Österreich, aber auch im internationalen Ausland zusammenarbeiten. Am einfachsten eine E-Mail an uns schreiben, die landet dann bei einem von uns passionierten Flintenleuten auf dem Tisch und wir können dann entsprechend weiterverfolgen. Aber wie gesagt, Blaser Academy Coaches, Fachhändler sind da hervorragende Ansprechpartner. Oder beim Blaser Cup. Gutes Stichwort Blaser Cup. In Kürze werden auf unserer Website bzw. auf blaser-cup.de die Termine kundgetan. Wir werden 3 Veranstaltungen haben. Die erste Veranstaltung wird Mitte Mai in Sörnewitz in Sachsen sein, die zweite Veranstaltung Ende Juni auf dem Dornsberg und die dritte Veranstaltung circa Anfang Mitte August in Coesfeld. Wie gesagt, weitere Info und Anmeldungen Ende März circa unter www.blaser-cup.de. Und natürlich nehmen wir von wurfscheibe.net die Termine auch gerne in unserem Kalender auf, also sonst auch gerne dort mal reinschauen, wenn Sie Interesse am Blaser Cup haben. Also noch einmal herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. War eine große Freude und noch eine gute IWA. Danke Ihnen. Dankeschön. Pull.